Guten Morgen, ihr Lieben. Ich kann euch noch nicht mich zeigen. Aber guck mal, ich kann euch mal unsere neuen Outside-Bewohner... Gott, wo ist mein Finger? So. Die Kamerun-Schafe zeigen. Die sind anscheinend auch gerade wach geworden. Und ja, wir sind auch gerade aufgestanden, die Rosi und ich. Es ist Freitag, der 4.11., glaube ich, ja. Wir haben frei und jetzt habe ich gerade das Rollo gemacht. Wir haben nämlich neue Rollos, solche. Das finde ich total genial. Und das Wetter sieht ja an sich noch gut aus. Also sieht nicht nach Regen aus, aber da unten kann man sehen, dass es so flattert. Wo ist mein Finger schon wieder? Und mein Trick ist da. Dieses Pflänzlein da flattert so. Soll einfach ein bisschen Wind gehen. Ja, und ich kann mir noch nicht zeigen, weil ich gerade aufgestanden bin. Das will ich euch nicht antun. Und die Rosi, kann ich immer kommen? Die liegt noch im Bett, die Maus, die verrückte, die gute Morgen. Mache ich jetzt dein Frühstück? Hm? Ja, und dann haben wir so ein paar Sachen vor. Wir wollen nochmal auf dem Hundeplatz fahren wegen unserem Runningstraining. Und vielleicht auch nochmal Slalom. Wir haben ja morgen und übermorgen Turnier in der Halle. Das ist für uns auch eine kleine Premiere, ne Rosi? Oh, das wird lustig. Dann haben wir noch so ein paar Sachen vor heute. Also der Freitag ist etwas vollgepackt. Und deswegen starten wir jetzt. So ihr Lieben, jetzt bin ich auch vorzeigbar. Es ist jetzt gleich 9.15 Uhr. Ich bin soweit fertig. Das Rösten sitzt da unten. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und hat auch schon gefrühstückt. Ich müsste jetzt auch noch was frühstücken. Und dann geht's los. Und zwar möchte ich dann zum einen, die sind nämlich bloß bis um 11 da, habe ich zwei Pakete bekommen, die ich natürlich nicht annehmen konnte, weil ich nicht da war, weil ich arbeiten war. Und irgendwie auch kein Nachbar da war. Jedenfalls bietet sich das an, dass gleich zwei sind. Und da werde ich euch vielleicht dann auch zeigen, was drin ist. Ein kleines Unboxing, mal sehen. Das darf ich nicht vergessen. Und, ach so, ja. Ich habe nämlich eine Liste gemacht. Moment. Macht ihr auch so Listen? Ich bin so ein Listentyp. Genau, dann will ich ja mit Rosi nochmal nach Deutschland fahren. Wegen unserem Running-Training. Also nochmal übers Brett hüpfen lassen. Dann müssen wir alle Fälle noch einkaufen und packen und ein Hausputzbisschen machen. Und ich möchte noch was Süßes für morgen herstellen, genau. Das steht heute auf dem Plan. Ja, schreibt ihr euch auch so Listen? Also ich bin ganz schrecklich, ich bin da auch, muss alles durchgeplant sein und naja, spontan ist anders. So, dann gucke ich mal jetzt, was ich mir zum Frühstück mache. Ich habe jetzt gefrühstückt und werde jetzt für Röschen die Trainingssachen vorbereiten, also ihre Trainingsleckerlis, was bei Rosi Hühnerherzen sind. Die werde ich jetzt klein schneiden und dann kommen die da rein. Und ja, nebenbei schaue ich übrigens immer manchmal auf Snapchat-Stories, aber vorrangig YouTube. Ja, dann geht's los. So, ready to go. Ne? Kleingeschnittene Hühnerherzen und zum Aufwärmen und zwischendrin gibt es auch immer mal kleingeschnittene Hühner. Also die kriegst du nicht alles jetzt im Training, das schon, aber das nicht. Das ist dann meistens für die nächsten 2-3 Tage auch noch. So, dann ziehe ich mich jetzt an und dann schnick's mal los. Da sind meine zwei Pakete. Ihr seht ja schon von woher. Und da ist das Röschen. So, wir sind jetzt in Deutschen angekommen und wir gehen jetzt noch eine Pullerrunde. Rodelinchen, komm mal her, komm her, Mama sitzt. Leine ab, ups, und pass auf, okay, schnell. Ach, die Nase läuft schon wieder. Jo, so, dann gucken wir mal, was wir machen heute. Also, ich weiß ja schon, was wir machen, aber... wie es läuft.
habe mir jetzt ein bisschen was aufgebaut. Also da will ich nochmal einen Slalom üben. Und da meine Runnings und die Hosen. Rosi hat übrigens jetzt die Jacke an, weil wenn sie hier so sitzt und wartet, wird es doch immer recht frisch jetzt. Und wenn sie einmal warm ist, die ist mit Teflon, dann reflektiert das auch gleich ein bisschen. Und ja, ich habe da einfach ein besseres Gefühl. So, jetzt gucken wir mal, dass wir mal anfangen. Wir sind fertig, wir haben alles weggeräumt. Tja, so besonders Bombe war es nicht. Also der Steg, den hat es super gemacht. Da ist, glaube ich, bis ein oder zweimal drüber gesprungen. Also ich denke, da sieht man schon eine Verbesserung. Slalom, Entschuldigung. Slalom, ja, sie machten schon schön. Also sie machten schon viel schneller als früher. Aber jetzt ist so ein bisschen das Problem, die letzte Stange, die lässt du dann gerne mal aus. Und ja, wenn man bei Rosi dann nicht, trotzdem nicht lobt oder so, oh oh, dann ist halt mit der Motivation gleich wieder. Naja, ich habe es dann zweimal, glaube ich, noch gemacht, dass es gut ist und dann habe es auch sein lassen. So ist es schon gut drauf. Aber ich glaube, ihr fehlt ein bisschen die anderen Hunde, so alleine trainieren. Ist nicht so für sie. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe noch was für mein How-To-Video gedreht für die nächste Reihe, also für den nächsten Teil von dieser Reihe. Mal sehen, wenn ich das fertig bekomme. Ich gucke gerade bei Rosi hier. Ich dachte schon, die muss runter. Ja, jetzt gehen wir hier noch die andere kleine Runde und dann fahre ich erstmal einkaufen. Wir sehen uns später. Tschüss! So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Rosi hat jetzt ein kleines Knusperli gekriegt. Ich muss sehen, ob sie es frisst. Das ist eine gedrehte Kalbsblase. Selina guckt aus dem Balkonfenster. Sie will bestimmt raus. Und ich habe hier meine zwei Pakete, das wollte ich als allererstes mit euch machen, bevor ich den Rest mache, weil ich ja noch sauber machen muss und so weiter und so fort. Und was zu essen und ich habe auch noch meinen Einkauf da stehen und so weiter und so fort. Unschwer zu erkennen, ich würde zuerst das aufmachen, ist das ein Salatschuhpaket. Guck mal, da brauchen wir gar keine Schere mehr sehen. Ich bin immer zu dumm für diese Laschen, ob ich das jetzt hinkriege mit einer Hand. Und boah, es funktioniert. Open it, try it, love it. Ich wünsche immer, dass es bei meinem anderen Ding dran war. So. Okay. Und zwar habe ich mir nämlich ein paar Schuhe bestellt. Ich hatte schon letzte Woche ein Paket von Zalando bestellt. Und da hatte ich einmal Schuhe. Edward, was ist denn du? Ja, ich glaube, Rosi findet das nicht ganz so cool. Ärgere ich immer nicht, Digga. Hatte ich mir auch Schuhe von Kangaroos bestellt, andere als die ich hatte. Also letztes Jahr hatte ich ja auch schon welche. Fuschelte mit mir. Und nochmal so Outdoor-Schuhe von Salomon. Also meine Trainingsschuhe sind ja auch von Salomon. Und die sind ja wirklich wasserdicht, was ich top finde. Deswegen. Ich fand aber beide nicht so besonders. Also ich hätte die Salomon behalten, aber die sind zu tief gewesen. Und ich möchte die schon im Winter auch anziehen. Und wenn es da Schnee liegt, hoch und so. Das wäre nichts geworden. Und da habe ich die beide wieder zurückgeschickt, weil die anderen Kangaroos haben mir von der Verarbeitung und von der Farbe nicht gefallen. Und im Endeffekt habe ich mich jetzt wieder für meine alten entschieden. Ich sag mal, die haben ja jetzt ein Jahr gehalten und sind warm gewesen und die waren auch wasserdicht. Und deswegen nehme ich die jetzt nochmal. Ich wollte gleich mal gucken, wie die verarbeitet sind hier vorne, weil da war der Knickpunkt, der dann kaputt gegangen ist. Und die haben gut gepasst. Und ich meine, für den Preis ein Jahr. Kann ich ja dann nächstes Jahr immer noch überlegen, ob ich mal andere nehme. Ja, jedenfalls sehen die Leute schön schmuck und neu aus. Das ist in der ersten Kiste drin gewesen. So, und jetzt gucken wir mal das aus. Das hat auch so einen lustigen Aufreißding. Ich war verrückt, Chip, wenn ich das gar nicht raussuchen müssen. Das ist von Flaconi, wie man unschwer erkennen kann. Voll niedlich. Das ist ja eine Seite, wo man vorrangig Parfüm und Make-up und sowas bestellen kann. Ich kann euch aber versichern, außer vielleicht
die Proben, die da anscheinend mit dabei sind, habe ich kein Parfüm oder Make-up oder sonstiges bestellt, sondern was ganz anderes. Hat aber auch was mit Geruch zu tun. Ich bin schon ganz happy. Voilà. Ich bin jetzt angepasst. Mal das jetzt so auf, wartet mal. Oder ich muss doch mit meiner Schere arbeiten. Sehr schön, dass es wirklich so super eingepackt ist. Ne? Ich gehe auf. Yankee Candle und Cinnamon Stick. Ich liebe Zimtgeruch. Zimt und alles andere. Oh, ist schon fertig. Krass. Ja, also wirklich Liebe und noch mehr liebe ich Yankee Candle. Oh, genial. Genial. Also wer das einmal hatte, das Glas, ich hatte mir letztes Jahr auch so eins gekauft, das hat ein Jahr gehalten. Ich meine, klar, im Sommer habe ich mir kein Zimt angemacht. Genial. Ich sag's euch. Also wenn, dann empfehle ich euch das. Und ich habe mir auch noch mal einen anderen Duft mitgenommen. Und zwar, ich nehme meistens diese Tarts, das sind sogenannte Tarts, die kann man in so Duftlampen reintun. Kann ich euch mal zeigen. Mit, wenn ich neue Düfte riechen möchte. Das ist halt so ein Herbstduft. Ich habe jetzt noch nicht so viel gerochen, aber ich denke, das trifft auch meinen Geschmack. Naja, und Christmas Cookie, den kannte ich schon. Und der ist immer wieder schön. Und das war, glaube ich, im Angebot. Deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Das kann man auch entweder so anbrennen. Als, das nennt sich Votivkerze, glaube ich. Oder, ach, das riecht auch so geil. Oder auch in so ein, man kann die Reste auch immer wieder in diese Kerze tun. Also ich habe zum Beispiel die Reste aus meinem anderen Glas hier auch in meine Duftkerze getan. So. Und dann habe ich mir nochmal, kriege ich das jetzt hier so auf? Ah, kommt so rausgefallen. Das ist ja mini. Und zwar wollte ich nämlich mal, ich erinnere mich, dass das, glaube ich, auch ganz gut riechen soll. Zum Beispiel könnte man den mehr im Sommer nutzen, den Duft. Und da will ich jetzt auch mal dran schnuppern. Riecht schon wie frische Wäsche. Müsste man dann mal im angebrannten Zustand, aber ich werde, glaube ich, erstmal meine Dings, mein Zimt anmachen oder vielleicht mal die anderen zwei da unten probieren. Mal sehen. So, und dann habe ich ja noch zwei Proben bekommen. Da bekommt man ja immer zwei Proben mit. Das ist einmal das. Was ist denn? Höher, also für mich. Das ist eine Parfümprobe. Mal sehen. Jetzt muss ich da mal schnüffeln. Riecht mal so nichts. Und irgendwas von Chanel ist wahrscheinlich auch. Ach nee, eine Creme. Wir vorhin so ein Beauty Guru. Ein bisschen eingedingst hier. Eine Hydrationscreme, wenn ich das richtig lese. Hier intensive Feuchtigkeitscreme für Gesichtsschutz und Leuchtkraftbooster. Na, mal sehen. Ja, jedenfalls, oh, da freue ich mich so sehr über meine Kerzen. Diesmal nicht süß, Röschen. Aber oh, ich hätte ja auch schon was bekommen. Vielleicht machen wir da auch mal einen kleinen Haul, was wir die letzte Zeit gekauft haben. Ja, jetzt machen wir erstmal sauber, ne? Beziehungsweise die Mutti. Bis später, ihr Lieben. So, ihr Lieben, es ist jetzt nach um 3 und es sieht schon voll duster aus. Aber wie man sehen kann, ich habe sauber gemacht. Wow, ich bin begeistert, wie mein Boden glänzt. Das Röschen, das schläft noch ein bisschen vor sich hin. Und ich habe nämlich jetzt vor, diese Süßigkeit für morgen zu machen. Kann jemand schon erahnen, was es werden soll? Das sind meine ganzen Zutaten. Und ich werde jetzt mal loslegen. So, ihr Lieben. Ihr seht, bei uns ist es schon duster und dunkel. Es ist, glaube ich, jetzt erst 5:45 rum. Ich habe jetzt mal auch angefangen, den letzten Punkt auf meiner Liste abzuarbeiten. Und zwar das ganze Gerümpel für morgen zusammenzusuchen. Ja, das ist nur ein Teil. Meine Anziehsachen habe ich noch im Schlafzimmer. Und das werde ich jetzt mal noch alles in die Tasche packen und in meinen Rucksack. Und das Essen und das Fressen für Rosi. Das muss ich noch vorbereiten. Tja, und morgen um 7 geht's los. Morgen um 7 geht's los. Ja,
Was ich noch mir eigentlich gekauft hatte fürs Training bzw. fürs Turnier, ist das hier. Und daran verzweifle ich etwas, muss ich ehrlich sein. Das ist so ein komischer Schlauchschal, oder? Wie ist das so? Ich weiß nicht, was da steht, das steht gar nichts mehr da. Jedenfalls hat es mir halt gefallen, weil das hier so orange und schwarz ist. Und wir haben ja orange und schwarz für unseren Verein. Und ich komme damit nicht zurecht. Wie zieht man das bitte an? Ich habe keinen Plan, wie ich das anziehe. Ich sehe da drinnen aus, entweder wie bekackt, oder aber es entzieht sich jeglicher Logik, dass ich einen nackigen Hals habe. Und das soll ja eigentlich dagegen sein. Rosi, wie zieht man das an? Wie zieht man das an? Rosi weiß es auch nicht. Naja, jedenfalls lassen wir dann den Abend noch ausklingen. Ich habe schon angefangen, dieses Video zu schneiden. Ja. Und, Moment. Rosi weiß schon. Wir verabschieden uns dann jetzt von euch. Machen wir das? Machen wir das? Bye, bye. Ich hoffe, ihr seht mich. Bis bald. Rosi ist auch umgefallen.